Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim in Hübsch. So, was haben wir letztes Mal hier gemacht? Inventar. Wir haben, glaube ich, irgendwas verzaubert. Aber uns fehlt noch was, was wir nicht verzaubert haben. Das müssen wir auch dringend noch machen. Ah, genau, und die Stäbe und so weiter sind wir an unseren lieben Herrn. In der Magie wohnt eine gewisse Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Oder? Hatte der... Ja, der hatte noch Gold. Aber ich konnte ihm keine Stäbe verkaufen. Gut. Wenn ihr die entsprechend... Ja, schön. Und dann habe ich halt noch eine Möglichkeit. Und zwar, ich würde gerne... Ah, ich habe keinen Seelenstein mehr. Oder was ist jetzt mein Problem? Also, ich kann doch einen Gegenstand verzaubern. Elfenschild. Gesundheit verstärken, Magieresistenz. Alles andere geht nicht. Schade. Magieresistenz um 8, Gesundheit um 20 Punkte. Ich glaube, wir nehmen mal Magieresistenz. So, Seelenstein. Oh, gewöhnlicher Seelenstein. Das sind nur 3 Punkte. Egal. Machen wir. Zack. So. Perfekt. Unsere Winzen. Besucht ihr die Drachenfeste, um... Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Ja. Nein, ich möchte eher gesagt meine Seelensteine verkaufen, meine kleinen... Ja. Zack. Meine kleinen Seelensteine. Ja, komm, können wir noch weg. So, das wär's. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, da will ich jetzt auch wieder hin. Denn da müssen wir auch hin. Und damit beginnen wir wieder auf eine neue Reise zu gehen. Oh mein Gott, was habe ich da für einen Ausschlag in der Kurve? Naja, ich habe zwei Bildschirme. Sturmmäntel, kaiserliche Drachen. Und deshalb sehe ich meine Audacity-Aufnahme nebenher. Und die hatte gerade einen richtig dicken Ausschlag. Naja. Wir hatten... Welche Quest hatten wir nochmal? Ah ja, bring die Bücher zurück, genau. Und finde die Rotverdrinen, aber über die Rotverdrinen weiß ich nichts. Das ist so ein kleines Problem. Ura kann sehr hilfreich sein. Macht ihn euch nur nicht zum Feind. Ja. Das ist wahrscheinlich sinnvoll. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Wieso sind alle so hinter dem Führungswechsel her? Das sind alles Wenn diese... Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hinter euch auf. Das sind alles diese Talmoor, die so böse sind und so... Talmoor. So. Komm, Urak, deine Bücher. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Natürlich.
Nun sieh einer an. Und er scheint auch noch unversehrt zu sein. Danke. Ich werde die Bücher durchsehen und Mirabelle Bescheid geben, wenn ich etwas Interessantes finde. Die Nacht der Tränen, was? Ich erinnere mich. Na, das ist ja interessant. Habt ihr es gelesen? Wenn ich mich recht entsinne, dürfte das interessante Auswirkungen haben. Ihr solltet es Tolf dir gegenüber erwähnen. Und hier, die habt ihr euch redlich verdient. Die Nacht der Tränen. Tochter des Nebens. Okay. Kämpft wacker. Künste. Cool, wir haben jede Menge neue Bücher bekommen. Gut, dann einmal gucken. Beschwörung verbessert, super. Perfekt. Wiederherstellung verbessert, noch schöner. Geil. Zerstörung. Aha, Illusion. So, jetzt haben wir noch... Da war, genau, Verzeichnis von Waffen, Verzauberung. Tja. Wieso nicht? Hat der Typ vielleicht noch Wenn was? Es interessiert mich nicht, ob ihr selbst... Bitte achtet darauf, dass eure Hände sauber sind, bevor ihr etwas anfasst, ja? Natürlich, mein lieber Olga. Ich gebe dir nur deine Bücher zurück. Oh. Zauberbuch Frostbiss habe ich schon und Heilung habe ich auch schon. Tochter des Nebens habe ich noch nicht angeguckt. Bis zum nächsten Mal. Mal. Falsche Taste. Objekte. Tochter des Nebens. Veränderung verbessert. Schön. Und jetzt fehlt noch ein Zauber, den ich neu lerne. Perfekt. Es kann doch nicht besser sein. So. Ist das eine Markierung? Feldkarte anzeigen. L. Habe ich mir irgendwo eine Markierung gesetzt? Ja, okay. Aber die brauche ich nicht. Schön. Öffnung des Erzmagiers, da will ich jetzt nicht hin. So, ich gehe mal lieber nach unten. Alle der höchsten Elemente, genau. Wir müssen nämlich, soweit ich weiß, zu Toftir. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Ja. Achso, was ich noch vergessen habe. Ganz vergessen habe. Anzeige, und zwar die Helligkeit was hochzustellen für die Fraps-Aufnahme. Denn ich habe in den letzten Aufnahmen gesehen, dass es ziemlich dunkel war. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Ach, hat er das? Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Ist es das über einen Gegenstand, der unterhalb von Satal vergraben wurde? Etwas, um das sich Menschen und Meer gestritten haben. Ich muss es noch einmal lesen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Was es auch sein mag, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Wenn ich noch einen Moment damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Sie sind ganz anders als alles, was wir zuvor gesehen haben. Eileiden, Dwemer, Data. Nicht einmal Fall mehr. Nichts passt dazu. Wirklich interessant. Kann es sein, dass das Team... Nun, ich bin nicht sicher, dass ihr ganz so darauf eingestimmt seid wie ich mit meiner jahrelangen Erfahrung. Aber könnt ihr das spüren?
Kann es sein, dass das die Aufnahme, die Zeichen sind, die ich schon unten in der Dieses Welt Dieses fantastische habe? Objekt. Es strahlt förmlich Magika aus. Und doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Erzmagier Aachen ist bereits in die Arbeit vertieft. Und so werden wir hoffentlich bald mehr wissen. Ich störe nur ungern, aber ich muss sofort mit eurem Kollegen sprechen. Das ist sehr ungebührlich. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit! Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können. Okay. Ihr müsst sofort mit mir kommen. Gehen wir. Wirklich? Dann lasst mich die Situation erläutern. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sijik-Ordens zu sein. Aber was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, warum er konkret nach euch fragt. Wir werden also ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. Eigentlich schon. Aber ich bin dem Altmeribund immer noch verpflichtet und kann diese Situation nicht ignorieren. Keine Sorge, ihr könnt zu euren kleinen Streitereien und bedeutungslosen Forschungsarbeiten zurückkehren, sobald diese Angelegenheit erledigt ist. Das ist ein scheiß Arsch. Ein richtiges Arsch. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hinter euch auf. Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademiegelände entfernen. Okay. Gut. Jetzt ist es hier ziemlich immer noch dunkel. Was ich nicht gut finde. Die Aufnahme wird jetzt sehr, sehr dunkel sein. Ich guck mal, ob ich vielleicht in den Einstellungen von Adobe was. Bitte macht euch keine Sorgen. Ich will euch nichts Böses. Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Was ist denn jetzt los? Ich möchte einfach nur mit euch reden. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss. Was? Das wird leider nicht so einfach sein. Ihr müsst verstehen, dass der Sijik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ancano, eurem Kollegen bei den Talmor. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Okay. Ja. Ich nehme an, ihr bezieht euch auf Ancanos Abneigung gegen den Sijik-Orden. Die Talmor sehen unseren Orden als Bedrohung an, weil wir mächtig sind und ihnen nicht gestatten, uns zu kontrollieren. Ich versichere euch, dass wir euch nichts Böses wollen. Gut, was genau ist das Problem? Ich nehme an, ihr bezieht euch auf an... Die Talmor... Ich versichere euch, dass wir euch nichts Böses... Ich nehme an, die Talmor... Ich versichere euch, dass wir euch nichts Böses wollen. So, jetzt aber. Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge,
ungeheuer mächtig. Mhm. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Okay. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Was erwartet? Leider ist uns die Zukunft ebenso verborgen wie euch. Die überwältigende Macht des Auges macht es uns schwer, sie zu sehen. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Tut mir leid. Wolltet ihr etwas sagen? Was soll das bedeuten? Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht. Tut nicht so geheimnisvoll. Ihr wolltet ein bestimmtes Mitglied der Akademie sehen. Hier ist er. Also, was wollt ihr? Es hat ein Missverständnis gegeben. Ich sollte eindeutig nicht hier sein. Ich werde einfach gehen. Was? Was sind das für Tricks? Ihr geht nirgendwo hin, bevor ich nicht weiß, was ihr im Schilde führt. Ich führe nichts im Schilde. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich euch in irgendeiner Weise gekränkt haben sollte. Wir werden uns darum kümmern. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ein Mönch aus dem Tzidzik-Orden. Hier nach all den Jahren. Und dann verschwindet er einfach wieder. Ich hoffe, wir haben ihn nicht irgendwie beleidigt. Hallo. Einmal lesen. Nichts. Okay. Das hoffe ich auch Was mal. Ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Das kann man... Stifteerziehung. Oh, wie viel die hier alles Geiles haben. Naja, egal. Dann wird wieder nach unten gegangen. Zack. Und ich würde sagen, das ist auch erstmal eine kleinere Folge, denn ich muss noch Fraps etwas genauer einstellen. Oder? Wir laufen nochmal runter zu Toftier. Ja. Machen wir mal. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Wo ist Toftier? Hallo? Quest? Finden Sie den Auguren. Gehen Sie der kryptischen Botschaft nach. Überschreibe das Lexikon. Ja. Gut. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hinter euch auf. So, wo muss ich jetzt hin? Wie überall kommt es nur da. Ist es denn noch nicht genug, dass ihr euch mit dieser Augensache in den Vordergrund gedrängt habt? Nun sucht ihr auch noch den Auguren. Ich weiß nicht, was ihr im Schilde führt, aber ihr tätet gut daran, euch zu erinnern, wo ihr hier hingehört. Gut, die weiß es wahrscheinlich nicht. Ah, wir können ja vielleicht, genau, zum Erzmagier gehen, denn der müsste es ja eigentlich wissen. Hoffe ich mal. Na, Erzmagier? Da bist du. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Hat Tolf dir wieder Märchen erzählt? Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt, dass das kein gutes Gesprächsthema ist. Bitte lasst nicht zu, dass er weiter über dieses Thema diskutiert.
Gut. Also gut. Wir müssen also zu Torftier. Schön zu wissen. Da. Nein. Okay, nach unten also. Weil es ist hier eindeutig zu dunkel. Eindeutig. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Torftier ist draußen. Haha. So. Aber ich würde sagen, bevor wir hier reingehen, sagen wir einmal kurz Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.